Hallo, ich habe diese Wandhalterung für ein Google Home oder Google Nest Mini als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Packen wir das Ganze mal aus. Haben wir hier schon mal die Beschreibungen. Das sind die beiden verschiedenen Adapter, je nachdem welchen Stromstecker man hat. Und es hier gezeigt, wie man das Kabel durchzuführen hat. Ja. Gucken wir uns das Ganze mal in etwa an. Die Geräte werden nicht mitgeliefert, was einleuchtend sein dürfte. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Das heißt, der muss irgendwie hier raus. Und der muss irgendwie rein, aber ohne Stecker. Erst einmal. Das ist einfach so ein Gummi. Rutschfest. Dann kommt der Stecker hier rein. Dann wird er hier eingehakt und der Ladestecker muss ja wieder irgendwie reingefummelt werden. Das kann man wahrscheinlich auch außerhalb machen, das ist dann einfacher. Dann wird das hier so rein und dann haben wir hier eine perfekte Halterung. Das Kabel kann dann hier rumgewickelt werden, mehr oder weniger. Kann man sich dann natürlich jetzt mehr Mühe geben als ich jetzt auf die Schnelle. Oben sind auch noch so Schlaufen, wo es rein kann. Da ist das Kabel quasi weg. Jetzt ist es natürlich keine Wandhalterung in dem Sinne, sondern es ist eine Steckdosenhalterung. Das heißt, wir stecken das in eine Steckdose und dann hängt es an der Stelle. Und so können wir ihn mitnehmen von Raum zu Raum. Ich habe jetzt hier auch meine Steckdose da. Das heißt, man steckt es einfach so in eine Steckdose rein und dann hängt es da. Ist klar, das sollte man in einer Wandsteckdose machen und nicht in einer Dreifachsteckdose. Ja, ich werde mal sehen, dass ich das Teil irgendwie umbauen kann, weil ich wollte es einfach so an der Wand hängen haben. Aber wer sowas braucht und der das gerne wirklich beweglich immer mit sich rumschleppt und den Raum wechselt, für den ist es natürlich eine gute Sache. Man nimmt es einfach mit ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, da wo man es gerade braucht, hängt es dahin. Ja, wie gesagt, wer sowas braucht, kann sich es gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.